Hochzeitskaffee, der erste Podcast rund ums Heiraten in der Schweiz. Wir werden unterstützt durch Gomango Wedding Films, AW Lehrgang für Hochzeitsplaner und Thank You, die Internetplattform rund ums Heiraten. Liebe Brautpaare, liebe Interessierte, herzlich willkommen zu unserem Hochzeitspodcast zum Thema Heiraten, was bedeutet das eigentlich moralisch? Die Hochzeiten haben sich in den letzten Jahren immer mehr von einer Vertragsgemeinschaft zu einer Gefühlsgemeinschaft verändert. Sie sind emotionaler, sie sind eventreicher. Aber mit den Preisen, die steigen, steigen auch die Erwartungen, die Brüder an ihren Tag haben. Und dabei verlieren sie eigentlich das Wesentliche aus den Augen. Und zwar den Grundgedanken vom Ja-Sagen. Das ist eigentlich das, was wirklich zählt. Gleichzeitig scheint aber so, dass Zeremonien mit freien Theologen steigend sind und der Rang eigentlich zu einer kirchlichen Trauung ablaufen. Über die Entwicklung des Heiraten rede ich heute mit dem Zeremonienleister, Theologe Daniel Kiefer. Er ist in seiner Funktion als reformierter Pfarrer wie auch als Zeremonienleiter hat sehr viele Brautpaare begleitet. Schön, dass du heute mit uns einen Kaffee nimmst, wenn auch nur virtuell. Daniel, wie haben sich in den letzten 5 Jahren Trauungen verändert? Was hast du so erlebt? Ja, ist eigentlich relativ schwierig zu sagen, weil ich finde, dass jedes Brautpaar ja nochmal ganz individuell ist und seine eigene Trauung plant. Und das ist vielleicht auch wirklich so der Unterschied, dass die Trauungen immer individueller werden, würde ich sagen. Also jedes Paar möchte eigentlich, dass seine Trauung nochmal anders ist als die Trauung von den 2, 3 befreundeten Brautpaaren, die in den Jahren zuvor geheiratet haben. Man möchte, dass die eigene Trauung unverwechselbar und einzigartig ist. Du bist ja einerseits reformierter Pfarrer, andererseits tust du auch freie Zeremonien leiten. Hast du dort einen Unterschied erlebt? Hat es viel mehr heute? Begleitest du mehr Paare zu einer freien Zeremonie oder zu einer kirchlichen? Wie hat sich das ein bisschen gewandelt? Ja, also ich muss der Ehrlichkeit halber sagen, dass ich in den letzten 5 Jahren vielleicht insgesamt, ja, es waren nicht viele, 5 oder 6 kirchliche Trauungen tatsächlich hatte. Es ist wirklich so der Trend, glaube ich, dass ganz viele Leute eben nicht mehr in der Kirche sind oder sogar, wenn sie in der Kirche sind, auf eine kirchliche Trauung verzichten und sich einen Trauredner suchen, weil sie zumindest als sie persönlicher Überzeugung sind, das wäre individueller und schöner und einzigartiger, als wenn man in der Kirche heiratet. Ich denke, das Thema gehen wir nachher noch ein bisschen mehr drin. Also in den letzten Jahrhunderten hat sich eine Trauung ja eh verändert. Also früher hat es ja nichts anderes als eine kirchliche Trauung gegeben. Und wenn es keine kirchliche Trauung gab, ist meistens etwas faul gewesen. Also ist vielleicht die Braut schon schwanger gewesen oder Katholiken ist schon geheiratet gewesen. Die Position von der Kirche hat sich in den letzten 30 bis 40 Jahren ja wirklich gewandelt. Ich denke, das hat sicher auch etwas mit der 68er-Revolution zu tun, dass dort ein starker Einfluss war. Doch nach wie vor ist der Weg zum Altar ja ein wesentlicher Teil von einer Hochzeit. Also für die Brüder auch sehr, sehr wichtig, ob sie jetzt das mit dem Vater machen oder als Brautpaar gemeinsam. Die Definition von der Trauung ist ja für die Katholiken etwas ganz anderes als bei den Reformierten. Das heisst, ein katholischer Brut oder Bräutigam darf nur einmal vor einen Altar treten. Und bei den Reformierten ist das mehrmals möglich. Aber warum lohnt sich junge Menschen überhaupt noch kirchlich trauen? Also zunächst möchte ich noch kurz was geschichtlich sagen. Und zwar, man denkt immer, ja, früher haben alle kirchlich geheiratet. Das ist aber tatsächlich gar nicht so, sondern das gibt es vielleicht seit nicht mal 100 Jahren, dass die kirchliche Trauung Standard ist. Also so geschichtlich gesehen, im Deutschen Kaiserreich konnte man einfach im Wohnzimmer heiraten. Man hat nicht mal irgendwie einen Zivilstandsbeamten gebraucht. Und ich nehme an, dass das in der Schweiz und anderen europäischen Ländern ähnlich war. Es hat sich erst später entwickelt, dass man das klassischerweise kirchlich macht. Natürlich hat es schon vor der Reformationszeit angefangen, kirchlich zu heiraten, weil der Pfarrer damals ja eine Amtsperson war.
man muss ja irgendwo beurkundet werden. Und genau, und heute ist es tatsächlich so, man macht es nicht, weil man muss, sondern weil man will. Ich glaube, die meisten Paare zumindest, die gehen ganz bewusst in die Kirche und sagen, ja, obwohl wir nicht regelmäßig in die Kirche gehen, ist uns der Segen Gottes wichtig. Also braucht es deiner Meinung nach noch die Kirche als Ort für die Trauung? Ist das immer noch etwas Zentrales? Oder wird sich das jetzt auch wieder wandeln, wenn du sagst, vor 100 Jahren ist das nicht so gewesen? Also ich glaube, dass es sich ändern wird. Also vor allen Dingen, weil ganz viele Menschen eben auch Institutionen allgemein kritisch gegenüberstehen. Es ist nicht nur die Kirche, es ist zum Beispiel auch die kommunale Gemeinde. Man glaubt nicht mehr alles, was der Staat sagt. Also man merkt es ja in der Corona-Pandemie, dass da Leute prinzipiell schon kritisch sind, weil es irgendwo von oben kommt. Aus Bern kommt nichts Gutes so ungefähr. Und so ist es bei der Kirche auch. Da ist die Kirche natürlich in gewissermaßen auch selber dran schuld. Gottesdienste sind oft noch sehr altmodisch und natürlich auch die ganzen Skandale, die es in der Kirche gab, von sexuellem Missbrauch bis über Verschwendung von Geldern und so, haben die Institution irgendwo auch unglaubwürdig gemacht. Ja, und von daher denke ich auch, dass viele, viele junge Leute, die jetzt heiraten und Kinder bekommen lassen, ihre Kinder nicht taufen. Dadurch fallen ganz viele Kirchenmitglieder weg. Ja. Und auch die, die in der Kirche sind, stehen der Kirche oft kritisch gegenüber und da weiß man oft gar nicht, aus welchem Grund sie überhaupt noch Mitglied sind. Ja, auf das Thema komme ich nachher noch drauf zu sprechen. Und auch Corona, meine Trauungen im Freien, die haben wirklich mit Corona natürlich einen riesen Boom gehabt, auch in anderen Räumlichkeiten. Hat man eigentlich Alternativen bei einer kirchlichen Hochzeit, dass man sagt, nein, ich möchte in einem anderen Raum heiraten? Darf man das überhaupt? Genau, also ich bin ja evangelisch, bei den Katholiken ist es, glaube ich, prinzipiell eigentlich gar nicht möglich, also offiziell zumindest, weil eine Trauung in einem sakralen Raum stattfinden muss. Bei reformierten Evangelischen ist es prinzipiell schon möglich, da muss es dann allerdings erstens der Pfarrer mitmachen und zweitens muss es auch von der Kirchengemeinde erlaubt sein. Also ich kann nicht einfach sagen als Pfarrer so, ich traue euch jetzt bei euch im eigenen Garten. Wenn die Kirchgemeinde festgelegt hat, Trauungen nur in der Kirche, dann finden sie nur in der Kirche statt. Es muss im Zweifelsfall eben von der Kirchenvorsteherschaft entschieden werden. Aber prinzipiell ist es möglich, weil eben eine reformierte Trauung nicht prinzipiell an irgendeinen bestimmten Raum gebunden ist. Wo sind die Grenzen gesetzt bei einer Trauung? Von der kirchlichen Vorgaben? Wo sind da Grenzen gesetzt? Von den Räumlichkeiten? Ist es so starr, wie wir das Gefühl haben? Oder ist eigentlich mehr erlaubt, als man eigentlich das Gefühl hat? Also es ist schon mehr erlaubt. Also ich habe zum Beispiel einmal eine kirchliche Trauung im Freien gehabt und einmal hatte ich einen in einem Hotel. Also das war in Romanshorn auf so einer Terrasse vom Hotel. Und das ist prinzipiell ist es schon erlaubt. Was jetzt natürlich irgendwie, ich weiß nicht, ob es offiziell verboten ist, aber extrem schräg wäre, wenn ich eine christliche Trauung in einem buddhistischen Tempel durchführe oder so. Das wäre irgendwie absolut, ja, oder halt in irgendeinem Hotel, wo dann überall Buddha-Statuen stehen oder sowas. Aber prinzipiell kann die Trauung fast überall stattfinden. Warum hast du das Gefühl, dass Brautpaare so das Gefühl haben, dass die Kirche so starr ist und dass sie dort nicht viel mitbestimmen können? Sind ihr Pfarrer so unflexibel? Oder warum ist das Gefühl da, dass das alles so starr ist? Also ich denke, dass es ganz viel damit zu tun hat, dass die meisten Menschen eben dieses Bild von Kirche haben. Kirche war schon immer so und es wird immer so bleiben. Und Gottesdienst ist. Naomi. So, also dass ganz viele Menschen eben dieses Bild von Kirche haben. Kirche war schon immer so, so altbacken, so traditionsbewusst und es wird sich nie ändern. Und dadurch, dass der Normalsterbliche ja auch nie in Gottesdienst geht, höchstens mal zu einer Beerdigung, dann verfestigt sich natürlich dieser Eindruck auch noch, ja, das wird immer so bleiben, weil man geht ja nie hin, man überzeugt sich ja nie vom Gegenteil. Das ist der Hauptgrund und leider Gottes muss man sagen, dass es natürlich auch immer wieder Pfarrerinnen und Pfarrer gibt. Ich höre das hauptsächlich dann aus dem katholischen Bereich. Ja, das war eigentlich die Trauung von unseren Freunden, das war eigentlich mehr eine Messe, als dass es eine individuelle Trauung war. Und wenn man dann halt einmal irgendwo eine Trauung gesehen hat, wo man denkt,
war nichts, dann sagt man sich halt so, ja, nun das ist immer so. Ja, kommen wir ein bisschen zum Wechsel mache ich das Thema zu der unterschiedlich gelebten Spiritualität. Also die Fangemeinde der Freigeister wächst ja rapide zu. Also das unkonventionelle Heiraten. Sie leben ja eher gern spontan, lieben die Natur. Und für sie, wie auch für ähnlich Gesinnte, muss Trauungskonzept sehr unkonventionell sein. Es gibt neue Formen wie Elopements, also das sind Trauungen so mit zwei, drei Personen. Es gibt neue Rituale wie das Ringwarming, wo der Ring über Gäste gedreht wird. Es gibt symbolische Symbole wie zum Beispiel eine Sandzeremonie. Also das hat immer mehr Einzug so in Zeremonien. Welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Mit so neuen Ritualen, neuen Symbolen, neue Formen vom Heiraten? Genau, also ich kann dazu sagen, dass ich so neuen Ritualen jetzt, sage ich mal, eher, also nicht ablehnend, aber doch so ein bisschen kritisch bin. Das liegt hauptsächlich daran, dass ich denke, ein Ritual lebt immer davon, dass jeder weiß, was da passiert. Sobald ich das Ritual erklären muss, hat sich irgendwie wie tot gelaufen. Es gibt jetzt natürlich schon, du hast genannt, Sandritual und so Sachen, dass man den Ring durchgibt. Das sind schon Sachen, die sich jetzt auch inzwischen so ein bisschen durchgesetzt haben, die jetzt so zum Standardrepertoire eines freien Redners gehören. Die finde ich prinzipiell auch ganz schön. Ich habe auch einmal mit einem Paar einen Apfelbaum gepflanzt. Im eigenen Garten war die Trauung. Die haben dann halt einfach einen Baum gepflanzt und gesagt, so wie ihre Beziehung sich entwickelt, so sieht man dann ja auch jedes Jahr, wie der Baumstückchen wächst. Finde ich auch schön. Das erklärt sich auch von selbst. Das finde ich toll. Genau, was jetzt ist, also man kann natürlich auch solche Rituale auch in der kirchlichen Trauung machen, solange die nicht irgendwie komplett irgendwie antichristlich, antikirchlich interpretiert würden, könnte man natürlich auch eine christliche Trauung machen, wo man dann, wenn es im Kirchengebäude ist, vielleicht eine Blume pflanzt oder ähnliches. Man kann das ja auch alles christlich, auch christlich dann noch deuten, ja. Und meine Also, Erfahrung ist, dass viele Paare jetzt diese neuen Zeremonien, diese neuen Rituale möchten. Meistens dann allerdings wirklich welche, die schon so ein bisschen etabliert sind. So dieses Ring durchgeben oder so eine Wunschbox, wo man gute Wünsche drin sammelt. Das wird ganz oft gewünscht. Und wenn ich dann sage, so, ja, es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten, dann sind die Paare eher so, ja, nee, brauchen wir eigentlich nicht. Also ich habe schon so das Gefühl, dass so dieses Traditionsbewusstsein schon irgendwie da ist, auch bei freien Trauungen. Gibt es auch da bei diesen schönen Ritualen, sage ich jetzt mal, Grenzen für dich? Also, wo du sagst, okay, das kann ich als Pfarrer nicht mehr vertreten, in einem kirchlichen und in einem religiösen Kontext? Ja, also es gibt ja schon dann auch Rituale, die dann wirklich ganz so ein bisschen ins Schamanistische reingehen oder so in, jetzt platt gesagt, Vergöttlichung der Natur. Also man kann natürlich als Christ schon mit der Schöpfung und Römerbrief und so natürlich auch schon etwas Göttliches in der Natur feststellen, aber wenn quasi sozusagen die Mutter Erde als Gottheit oder sowas, das wäre jetzt halt im christlichen Kontext dann nicht mehr tragbar. Wir erleben ja ein bisschen eine Rückbesinnung auf die traditionellen Werte. Ich nehme an, da sind wir wieder bei unserem Corona-Thema. Das heißt sicherlich ein bisschen in Bezug auf Corona, also so ein Revival von diesen Traditionen. Sind die Menschen heute wieder generell gottesfürchtiger in der heutigen Zeit? Das finde ich jetzt schwer zu sagen. Ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen sich persönlich als gläubig bezeichnen würden, aber immer weniger Menschen als christlich oder zumindest kirchlich gläubig. Also ganz, ganz viele Menschen gehen davon aus, dass es ein höheres Wesen gibt oder einen lenkenden Verstand oder wie auch immer, was sie glauben, und dass der eventuell sogar auch Einfluss auf unser Leben hat und dass daher auch ein gewisser Transzendenzbezug auch in der Traueransprache auch teilweise auch gewünscht wird. So die Kraft der Liebe ist ja im Prinzip auch was Transzendentes. Aber jetzt so ein Anwachsen quasi des Christlichen, dass man jetzt sagt, so ganz, ganz viele Paare wollen irgendwie in unser Vater beten oder so, das sehe ich jetzt eher weniger.
was viele Paare wünschen, ist ein Segen eben, so die Begleitung Gottes auf ihrem Lebensweg. Da hatte ich dann aber auch schon so die Wünsche, dass man einen Segen zuspricht, aber dann eben nicht so Jesus Christus oder so irgendwas nennt, sondern einfach segnet im Namen Gottes, weil das ja ein viel offenerer Begriff ist, als wenn man jetzt irgendwas Trinitarisches macht oder so. Ich habe ein paar Brautpaare gehabt, wo sich aus gesellschaftlichen oder auch aus kulturellen Gründen für sie eine kirchliche Hochzeit wichtig war. In den Gesprächen habe ich dann immer mehr gemerkt, dass sie die kirchlichen Abläufe gar nicht kennen, dass sie mit Kirche eigentlich gar nichts am Hut hatten. Wie gehst du als Pfarrer mit so einem Brautpaar um, wo du merkst, hey, wo du vielleicht auch Gläubigkeit anzweifelst? Ist es für dich wichtig, dass ein Brautpaar gläubig ist, wenn du sich kirchlich traust? Also zunächst einmal ist es fast egal, was der Pfarrer denkt, es ist relativ schwierig, ein Brautpaar abzulehnen. Also solange einer der beiden Kirchenmitglied ist und brav seine Kirchensteuer bezahlt, bin ich als Pfarrer quasi verpflichtet, die zu trauen. Es sei denn, die kämen dann mit irgendwelchen ganz abstrusen oder kruden theologischen Vorstellungen, die sie unbedingt in die Zeremonie eingebaut haben wollten. Ich kann natürlich auch die Trauung ablehnen, wenn ich jetzt sagen würde, ich sehe da überhaupt keine Perspektive für dieses Paar. Die sind im Traugespräch, sind sie schon nur am Streiten und die Frau hat zwei blaue Augen. Das finde ich nicht gut. Dann könnten die aber natürlich theoretisch noch zum sicheren Kirchenrat wenden und ich würde eventuell gezwungen oder auch nicht diese Trauung durchzuführen. Ich finde, als Kirche sind wir nicht mehr, genau, jetzt also meine persönliche Meinung ist, dass wir als Kirche nicht mehr so der Glaubenswächter sind. Wenn ein Brautpaar kommt und kirchlich heiraten möchte, dann gehe ich davon aus, dass die einen Grund haben. Und wenn es nur die schöne Lokalität ist, das wäre zwar ein schlechter Grund aus meiner Sicht, aber immerhin ein Grund. Ich bin ja auch verpflichtet, die zu trauen. Ich stelle schon immer im Traugespräch auch Fragen, ob sie denn ein persönliches, sich mit Gott verbunden fühlen oder so, oder ob sie irgendwelche religiösen Rituale haben, sei es jetzt ein Mittagsgebet oder Abendgebet oder irgendetwas, wo sie sagen, das wäre uns jetzt wichtig. Da kommt zugegebenermaßen bei ganz vielen Paaren nichts. Aber was dann doch ganz, ganz viele sagen ist, ja, wir möchten aber, dass wir den Segen Gottes zugesprochen bekommen. Und ja, genau, und dafür ist eigentlich auch die kirchliche Trauung da, den Segen Gottes zuzusprechen und dem Paar zu sagen, ihr geht euren Weg nicht nur zu zweit, da geht noch jemand mit. Wenn jetzt ein Paar sagt, ja, mit den Segen, den brauchen wir nicht, den wollen wir nicht, dann wird es schwierig, finde ich, weil das ist wirklich das, was die kirchliche Trauung ausmacht, meiner Meinung nach. Also man kann drüber streiten, ob man da jetzt 5 Lieder aus dem Gesangbuch singen muss, man kann drüber streiten, ob 7 Gebete in den Traugottesdienst gehören. Aber der Segen Gottes, das ist für mich das, was das Wesen der christlichen Trauung ausmacht. Ja, die Schweiz ist ein Vorbild als multikulturelle Gesellschaft, glaube ich. Also wenn ich meine brautpaarliche Revue passiere, ist der kleinste Teil, der wirklich nicht irgendwo Wurzeln in einer anderen Kultur oder in einem anderen Land oder in einer anderen Religion hat. Also da treffen dann auch schnell mal 2 verschiedene Traditionen, 2 verschiedene Kulturen aufeinander und eben auch unter Umständen 2 verschiedene Religionen aufeinander. Und mir ist mal passiert, dass ein reformierter Pfarrer mir gesagt hat, er könne nicht verstehen, warum Katholiken und Reformierte zusammen heiraten. Kannst du dir vorstellen, ich habe dann ein bisschen perplex geschaut, weil ich gefunden habe, okay, wenn der mit interreligiösen Christen schon ein Problem hat, was ist denn, wenn der mit Atheisten, Muslimen, Hinduisten, jüdischen Pärchen zu tun hat oder ein jüdischer Bräutigam oder Braut? Wie siehst du das interkonfessionelle Trauungen? Wie stehst du dem gegenüber? Genau, also ich hatte jetzt auch schon nicht kirchliche, aber freie Trauungen mit christlichem Bezug, wo dann einer der Partner nicht gläubig war oder sogar einer anderen Religion angehört hat. Meine Frage ist dann immer, ja, passt es dann für den, der nicht christlich ist, wenn man da christliche Elemente einbaut? Also das finde ich halt, ich fände es halt sozusagen schlimm, wenn man dem Paar den Segen Gottes zuspricht und der eine denkt nur so, das fände ich ungut.
ich glaube, solange der eine Partner sagt, hey, meinem Partner ist es extrem wichtig, dass da der Segen kommt und ich glaube zwar nicht dran, aber es stört mich jetzt auch nicht, dann ist okay. Schwierig wird es natürlich bei religiös gemischten Paaren, also evangelisch-katholisch sehe ich jetzt das Problem wirklich nicht so extrem, weil es ja derselbe Gott ist. Aber sobald man dann irgendwo zum Buddhismus kommt oder Hinduismus oder so, kann es natürlich schwierig werden. Da muss man wirklich gucken, dass für beide Paare passt, und dass da nicht irgendeiner sich jetzt sozusagen spirituell vergewaltigt vorkommt. Ganz spannend finde ich es dann noch, wenn beide Traditionen irgendwie zusammenkommen und man dann eine Zeremonie quasi bastelt, wo dann irgendwie noch irgendwas Christliches und was Buddhistisches mit drin ist. Das wäre dann sozusagen eine multireligiöse Feier, wenn dann noch ein Mönch dabei ist oder so. Und da habe ich kein Problem mit. Also für mich wäre es auch kein, hatte ich noch nie, aber für mich wäre es kein Problem, wenn ich ein christliches Gebet mache und neben mir steht ein Imam und dann macht der halt ein muslimisches Gebet. Was ich problematisch finde, ist dann, wenn es interreligiös ist, also wenn der Imam und ich zusammen beten. Weil ich finde, es gibt da doch bei allen Gemeinsamkeiten so große Unterschiede, auch zwischen Christentum und Islam, dass ein gemeinsames Gebet aus meiner persönlichen Sicht einfach schwierig ist und auch wahrscheinlich für die Hochzeitsgäste etwas strange wirken könnte. Ich weiß, dass wo ich selber geheiratet habe, ich bin Katholikin, mein Mann ist lutherisch evangelisch. Damals ist es großes Thema gewesen, kann man zusammen die Eucharistie nehmen, also das, was ihr Abendmahl nennt, was Katholiken die Eucharistie nennen, kann man das zusammen? Es hat eine andere Bedeutung. Es ist sehr gehypt worden zu der damaligen Zeit. Wir haben uns entschieden, einen Wortgottesdienst zu machen, der aber kein Eucharistie war, damit sich niemand auf den Schlips treten fühlt und das Gefühl hat, darf ich jetzt führen gehen, darf ich jetzt das nicht führen gehen. Wir haben damals einen Mönch vom Kloster Einsiedlen, der war extremst offen, was so Sachen anbelangt. Aber was kann man machen, damit man wirklich auch sich niemand auf den Schlips gefühlt, also treten gefühlt, also von den Gästen oder auch vom Brautpaar bei so einer Zeremonie. Ja, also ich glaube, da ist die Schweiz etwas liberaler als Deutschland inzwischen. Also ich war auch schon öfter mal bei Katholiken bei der Eucharistie vorne. Ich würde aber wirklich bei ökumenischen Trauungen, würde ich persönlich empfehlen, einfach alles, was nicht sein muss und was irgendwie irgendjemanden, weil es zu katholisch ist oder auch zu reformiert, einfach auch wegzulassen. Ja, also ich finde jetzt eine Eucharistie braucht man nicht zwingend bei einer Hochzeit. Also meine persönliche Meinung. Ich glaube, in der Schweiz ist es wirklich kein Problem, in Deutschland auch immer weniger, weil man sagt dann einfach so, jetzt alle können nach vorne kommen oder dann sagt man halt, man soll sich im Gewissen prüfen und dann nach vorne kommen, dann gehen halt alle vor oder auch nicht. Das ist jetzt, glaube ich, nicht mehr so das Problem, weil die katholischen Priester inzwischen auch einfach keinen nicht mehr so großen Ärger bekommen. Also ich meine, man kann ja auch bei der Trauzeremonie gar nicht überprüfen, ja, bist du jetzt katholisch oder evangelisch? Also ja. Aber prinzipiell ist es natürlich schon so ein Thema, wo man, wenn der Priester wirklich denkt, er müsse jetzt sagen, dass nur die Katholiken vorkommen dürfen, dann könnten Evangelische sich natürlich ausgeschlossen fühlen, ja. Ja, es ist bei den Katholiken ja eigentlich so, und das wird zum Beispiel in Italien, wo streng katholisch ist, was das anbelangt, ist, man darf eigentlich heiraten und die Eucharistie nur entgegennehmen, wenn man vorher gebeichtet hat. Also du siehst, da hat es noch andere Punkte, die erfüllt sein müssen. Aber wenn man jetzt wirklich sagt, wie du jetzt gesagt hast, ein Imam dort hat oder ein buddhistischer Mönch, was muss man beachten für die Gestaltung von so einem Gottesdienst? Was musst du beachten? Du hast vorher gesagt, ja, nicht gleichzeitig etwas machen, weil das ein bisschen sinnfremd werden kann. Aber was muss man sonst noch beachten? Was hat das mit der Länge zu tun? Was macht Sinn? Also es macht ja nicht Sinn, eine reformierte Trauung, eine muslimische Trauung ist eher etwas anderes, aber dass das nicht plötzlich so eine 3-Stunden-Geschichte wird. Genau, also man muss halt vermeiden, dass sozusagen zwei Paralleltrauungen stattfinden, also dass volles Programm
katholischer Gottesdienst mit Eucharistie und was weiß ich, was alles dazugehört, Ringsegnung, und dann gleichzeitig kommt noch irgendwie die andere Tradition auch voll zum Sprechen und beide halten eine Predigt oder wie auch immer, das wird zu viel. Ich glaube, man muss sich da wirklich dann schauen, welche Elemente, welche Rituale sind welchem Partner extrem wichtig. Ne? Also dass zum Beispiel der Christliche sagt, ich hätte aber gern den Segen und ich hätte gern noch, dass wir an unser Vater beten und das ist für mich das Wichtige. Und dann sagt der Buddhist, mir sind folgende zwei Punkte wichtig oder drei. Und dann müssen halt der Pfarrer und der Mönch oder wer auch immer zusammenkommen und sich auch da ein bisschen zusammensetzen. Also ich würde schon das Traugespräch, also zumindest ein Traugespräch mit allen vier Beteiligten zusammen machen, damit die beiden sich auch mal, also der Pfarrer und der Mönch oder wer auch immer, sich ein bisschen beschnuppern können und dann auch zusammen so ein bisschen schauen, was ist da sinnvoll. Da würde ich auch wirklich sagen, also da wäre es aus meiner Sicht gut, wenn erstmal Pfarrer und Mönch gucken, was können wir dann aus dem, was das Brautpaar gesagt hat, so als Ablauf vorschlagen und dann gucken, was das Brautpaar, ob es den in Ordnung findet. Dass man eben bei der Trauung auch auf, was weiß ich, maximal Dreiviertelstunde, Stunde irgendwo landet. Not macht ja bekanntlich erfinderisch und ich glaube, in den letzten Monaten haben viele Brautpaare müssen erfinderisch werden und gezwungen worden, auch Lösungen zu finden. Einige haben verschoben, einige haben der Situation trotzt. Eine von diesen Lösungen ist ja das virtuelle Ja-Sagen. Also das virtuelle Ja-Sagen wie Zoom, wie wir jetzt gerade dran sind, oder Google Meet, oder da gibt es ja sehr viele Plattformen, die das anbieten. Wie stehst du als Pfarrer dem gegenüber, dem virtuellen Ja-Sagen, dem digitalen? Also ich hatte tatsächlich eine Trauung im März war das, glaube ich, letzten Jahres und da waren dann 15 Leute oder so durften da, glaube ich, zugegen sein und der Rest wurde dann, es wurde irgendwie live übertragen, ich weiß nicht was, die haben es gefilmt und gleichzeitig live übertragen. Ich finde es eigentlich eine ganz gute Lösung, muss ich sagen, weil wenn man jetzt heiraten will und man will das nicht einfach verschieben und nochmal verschieben und nochmal verschieben, irgendwann muss man es durchziehen und so können die Verwandten wenigstens irgendwie dabei sein. Ich meine, es hat ja auch gewisse Chancen jetzt prinzipiell, wenn die Familie aus Sri Lanka kommt und dann, bevor da alle einfliegen müssen, ist übertragen eine super Sache. Das Problem, was ich dabei sehe, ist eben, dass dieser Gemeinschaftscharakter, den eine Hochzeit ja auch ausmacht, irgendwo verloren geht. Klar, bei der Zeremonie, beim Ja-Wort kann man per Zoom dabei sein. Meiner Meinung nach auch nicht ganz dasselbe, wie wenn man live da sitzt. Aber es gibt ja quasi keine Möglichkeit hinterher, gemeinsam dann irgendwie noch zu essen, zu trinken, lustig zu sein und Spaß gemeinsam zu haben. Also weil, was soll das denn? Also man sitzt mit 10 Leuten am Tisch und es stehen noch 30 Computer dabei. Also da kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass da die beste Stimmung aufkommt. Aber ist das generell auch, ich sage jetzt mal, erlaubt vom Kirchlichen her? Wird das ganz normal gehandhabt für dich? Also machst du dann eine ganz normale Trauung? Genau, also ich habe bei dieser Trauung, die da auch noch übertragen wurde, einfach eine ganz normale Trauung gemacht, weil es geht ja doch vornehmlich um das Brautpaar und die wünschen sich ihre Zeremonie. Es kann dann vielleicht ein bisschen kürzer werden, weil man ein paar Sachen weglässt, aber prinzipiell geht es ja um das Brautpaar. Die sind entscheidend und es muss aus christlicher Sicht ja jetzt auch niemand dabei sein. Man braucht ja keine Trauzeugen, man braucht niemand, sondern es geht hauptsächlich eben um das Brautpaar und dass die zufrieden sind und es wäre ja, also ich meine ja, wenn man jetzt einfach nur sagt, wir beten gemeinsam unser Vater und jemand sagt 5 Worte, dann braucht man ja auch keinen Trauredner oder Pfarrer. Das, ja. Hast du das Gefühl, dass Digitalisierung in der Kirche angekommen ist? Wäre das nicht vielleicht auch der Weg, um mehr Interesse zu bekommen, um als Kirche wieder aufzuleben, das Digitalisieren? Das erlebt man ja sehr viel von den Freikirchen, dass sie sehr digital unterwegs ist. Wie ist das bei den Landeskirchen? Also da muss der Fairness halber sagen, dass die Freikirchen da der Landeskirche wirklich ein ganzes Stück voraus sind. Liegt natürlich auch daran, dass sie sich sehr missionarisch verstehen und natürlich auch trotz Corona-Pandemie nach außen ausstrahlen wollen, möglichst viele Leute erreichen. Während das Stammpublikum der Landeskirchen ja doch eher 70 plus ist
und mit dem ganzen Digitalen nicht so viel anfangen kann. Dennoch finde ich, steht zumindest in der Schweiz die Landeskirche auch ganz gut da. Also es gibt zumindest standardmäßig in fast jeder Kirche irgendwie einen Beamer, dass man moderner was machen kann. Und es gibt inzwischen durch Corona bedingt ganz viele Gemeinden, die den Gottesdienst irgendwie aufzeichnen und entweder bei YouTube einstellen oder live ausstrahlen. Also das kommt immer mehr und ich glaube, das ist eine große Chance. Es ist halt immer die Frage, wie viel Aufwand man betreiben will. Ne? Also bei einer Freikirche ist ja ganz oft, dass dann wirklich professionelle Videografen da sind. Wenn man Glück hat, hat man einen in der Gemeinde, der es dann kostenlos oder günstig macht. Für eine landeskirchliche Gemeinde, die sind ja doch viel breiter aufgestellt. Ich sag mal, jedes Dorf hat ja eine reformierte Kirche, aber nicht jedes Dorf hat eine Freikirche. Das, ich sag mal, ich weiß nicht, das ICF Zürich ist ja relativ groß. Ich weiß nicht, wie groß der Radius, der Einzugsradius ist, aber da werden ja Leute von 30, 40 Kilometer wahrscheinlich herfahren. Und nach, was weiß ich, Männedorf kommen Leute aus Männedorf und vielleicht aus dem Nachbarort noch, weil sie früher mal in Männedorf gewohnt haben, aber kein Mensch fährt von, was weiß ich, 20 Kilometer weit weg dann extra hin, nur um da in Gottesdienst zu gehen. Von daher ist natürlich das potenzielle Publikum geringer, aber ich finde es gut, dass Kirchen das machen. Das kam dann auch eben aufgrund von Beerdigungen, weil da durften ja teilweise auch nur 50 Leute rein und dann wurde eben angefangen, das live zu streamen oder ins Gemeindehaus zu übertragen. Genau, und bei Landeskirchen ist halt ganz oft, dass es eben von Ehrenamtlichen gemacht wird und deswegen natürlich bei weitem nicht an die Qualität rankommt, die einige Freikirchen bieten können, aber ich glaube, sozusagen für den Hausgebrauch voll und ganz ausreichend. Könnte das aber jetzt nicht auch der Moment sein, wo, oder der Punkt sein, wo Ablauf und Inhalt von der Zeremonie man könnte nachdenken und vielleicht moderner und zeitgemäßer gestalten? Oder ist eigentlich die Kirche viel moderner und als wir denken? Also ich weiss, wenn man wieder bei der katholischen und der reformierten Kirche das betrachtet, bei der katholischen wird das alles von Rom her entschieden und gemacht. Bei der reformierten gibt es ja die Synode, die ja gewisse Regeln aufstellt. Wie modern ist die Kirche? Und können sie sich nicht nur... Wäre das nicht jetzt der Punkt, um da ja, näher am Puls der Zeit zu sein? Ja. Also ich sage das auch immer Pfarrkollegen und ich sage es auch anderen Menschen, die kirchlich engagiert sind, aber niemand hört es gern. Die Kirche ist zumindest in den Augen der normalen Menschen einfach ein Dienstleister. Und die Leute gehen dann, also wählen dann einen Pfarrer aus für ihre Trauung, wenn sie denken, der macht's gut, und wenn sie denken, der macht's nicht gut, dann gehen sie eben zu einem freien Redner oder sie machen nur Zivilstandsamt oder keine Ahnung. Oder manche machen ja auch freie Trauung mit einer Tante, mit einem Onkel oder wem auch immer. Weil sie denken einfach, der macht's besser persönlich als der Pfarrer. So konservativ und altbacken muss es bei Kirche gar nicht sein. Das kommt aber immer wirklich auf den Ortspfarrer an. Und wenn man da halt einen Ortspfarrer hat, der halt sagt, wir machen das ganz traditionell, so wie ich das im Vikariat gelernt habe, mit Ablauf so und so und so, am Anfang Gebet, Psalm, bis zum Ende durch, dann hat man da natürlich auch kaum Chancen, was zu ändern, weil man den Pfarrer ja nicht zwingen kann. Es gibt aber andererseits, und ich glaube, das ist die Mehrheit der Pfarrer, ganz viele Pfarrpersonen, Pfarrerinnen, Pfarrer, die auf die Wünsche des Brautpaares eingehen und da auch offen sind. Also man muss dann nicht unbedingt 10 Gebete im Gottesdienst drin haben und die Traupredigt wird dann auch entsprechend persönlich. Und also ich als Pfarrer freue mich auch immer, wenn das Brautpaar sagt, hey, wir haben hier noch 2, 3 Leute, die was auch immer zur Gestaltung des Gottesdienstes beitragen wollen. Sei es, dass die Musik machen, sei es, dass sie selbst noch eine Geschichte erzählen oder wie auch immer. Und von daher glaube ich, dass bei Kirche ganz, ganz viel möglich ist. Was bei vielen Pfarrern halt ist, dass sie natürlich diese ganzen Rituale und alles Moderne, was bei den freien Trauungen entstanden ist, nicht aus dem FF kennen. Aber wenn man jetzt kommt und sagt, ey, ich habe da eine Idee, dann sind die meisten Pfarrer durchaus auch bereit, Ideen und Vorschläge des Brautpaars aufzunehmen und umzusetzen.
Jetzt sind wir wirklich auch ein bisschen vom Ablauf her von der Zeremonie. Also, du hast vom Psalm geredet, es gibt Evangelium, es gibt die Bibel, es gibt Predigt. Die meisten haben keine Ahnung, was das bedeutet und sind eigentlich, wenn sie in einer Kirche sind, beim dritten Satz ist dann irgendwo Schluss und sie sind verfallen dann ein bisschen in einem Delirium vom Reden vom Pfarrer. Viele Brautpaare haben auch Angst, dass die Zeremonie dadurch natürlich langweilig wird und eintönig. Ich habe mal einen Pfarrer in Italien gehabt, der eine Trauung gemacht hat, der hat mir dann wirklich sehr offen gesagt, ich mache keine Predigt, das hört mir sowieso niemand zu. Ich persönlich habe das Gefühl, dass das ja eigentlich genau der Inhalt der Zeremonie sein sollte. Also, das Brautpaar gibt ja eigentlich in der Zeremonie auch ihre Werte weiter und was ihnen wichtig ist. Sie können mitentscheiden, was für ein Bibelauszug, was es vom Evangelium, was für ein Psalm das zentral ist. Natürlich, ich kann dem Pfarrer nicht sagen, was er als Predigt hat, aber ich kann sagen, was meine Wünsche wären, die er an der Gemeinschaft weitergibt. Das ist auch das, was ich immer meinen Brautpaaren sehr empfohlen habe. Was kann ich als Brautpaar beeinflussen, damit meine Zeremonie einzigartig ist? Also was kann ich alles beeinflussen? Ja, also zunächst, also ich fände es fatal, die Traupredigt wegzulassen, weil da wirklich die Individualität durchkommt. Und genau wie du gesagt hast, also jedes Paar hat ja irgendwo sein Thema, was weiß ich, gemeinsam den Weg gehen, hoffen trotz schwerer Zeiten oder was weiß ich, das Leben genießen, was auch immer das Thema des Paares ist. Und ich glaube, wenn man dann Psalmen und Texte aus dem Evangelium so auswählt, dass die zum Paar passen, dann kann das ganz, ganz toll sein. Es gibt ja inzwischen auch Bibeln in modernerer Sprache. Worauf ich immer achte bei allen Bibeltexten ist eher kurz. Sonst wirklich wird den Leuten langweilig, sie denken, schon wieder Bibel. Aber wenn man dann gerade 3, 4, 5 Verse hat, wo dann auch Leute, die das Paar denken, ja, das passt irgendwie zu den beiden, dann ist super. Natürlich kann das Paar einen ganz großen Einfluss auf die Gestaltung nehmen, weil eine Traupredigt ist, oder sagen wir mal, sollte ja nicht einfach sein, ich nehme einen Bibeltext und lege den aus und nehme da jetzt halt irgendwas über die Liebe und erzähle prinzipiell irgendwas, was Liebe ist, sondern im Traugespräch erzählt ja das Paar, wie haben sie zusammengefunden, was schätzen sie aneinander, was macht ihre Beziehung aus. Und ich glaube, da ist es dann auch Aufgabe des Pfarrers, passende Bibeltexte zuzufinden. Oder dem Paar zu sagen, ey, guckt mal, ob ihr einen passenden Text habt, ansonsten suche ich euch einen aus. Und dann bringt man eben diese Erfahrung, die das Paar in seiner gemeinsamen Beziehungsgeschichte gemacht hat, bringt man irgendwo ins Gespräch mit diesem biblischen Text, sodass dann auch das Paar und auch die ganze Traugesellschaft dann denkt, jawohl, das passt zu dem Paar, so läuft es bei denen und dann ist es Aufgabe des Pfarrers eben daraus auch noch was eben dann noch was Christliches zu sagen, ja, so irgendwie, so sollte das Leben doch sein, so ist Liebe und dass Gott eben da einen ganz großen Beitrag zu leistet, dass diese Liebe wächst und gedeiht. Also wenn ich so mit dir rede, dann habe ich das Gefühl, haben Brautpaar ja einen sehr grossen Freiraum eigentlich, um auch ihre Zeremonie gestalten und auch ihre eigenen Ideen reinzubringen. Wie stark hängt das von der Wahl vom Priester und vom Pfarrer ab? Also wenn ich jetzt so mit dir rede, habe ich das Gefühl, die Wahl ist eigentlich der Schlüsselfaktor, um eben eine Zeremonie auf die eigenen Werte und die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Ja, also zunächst mal möchte ich jetzt nicht dann unterteilen in gute und schlechte Pfarrer, sondern es gibt einfach bei Pfarrern wie bei anderen Menschen auch Leute, die gerne Strukturen haben und natürlich gibt eine Struktur auch eine gewisse Sicherheit und wenn ich sowieso als Pfarrer sehr viel zu arbeiten habe, dann weiß ich, ich mache die Zeremonie so, dann gibt mir das schon mal eine gewisse Sicherheit, dass ich das auf jeden Fall hinkriege. Birgt natürlich das Risiko, dass das Paar sich irgendwo vielleicht nicht mehr ganz gut aufgehoben findet. Und dann gibt es natürlich Pfarrer, die sagen, Trauungen sind so mein Steckenpferd, das, was ich besonders gerne mache.
So viel habe ich dann meistens im Jahr auch gar nicht und da investiere ich viel Zeit rein und dann mache ich das ungefähr so, wie das Paar sich das wünscht. Und dann fühlt das Paar sich natürlich gut aufgehoben und denkt, ja, voll auf uns abgestimmt. Das Lustige ist nur, dass ich auch schon von Paaren gehört habe, die beim Pfarrer waren, dann haben sie gesagt, ja, eigentlich haben wir am Anfang gedacht, der macht es ja einfach so, wie er es immer macht. Aber dann war das doch ganz toll und hat super zu uns gepasst, weil ich glaube, das Entscheidende ist tatsächlich, dass der Pfarrer es gut rüberbringt und dass man in der Trauansprache oder Traupredigt auch merkt, dass der Pfarrer dem Paar zugehört hat und sich auf das Paar ausrichtet. Also man kann auch eine klassisch strukturierte Traugottesdienst haben, der dann trotzdem individuell wirkt, weil der Pfarrer einfach dem Paar zugehört hat. Und natürlich, also es hängt wirklich viel von der Wahl des Pfarrers ab. Also ich würde auch jedem Paar, das so denkt, ja, ist kirchliche Trauung überhaupt was für mich, würde ich empfehlen, ja, trefft euch doch zumindest mal mit dem Pfarrer, mit der Pfarrerin und dann spürt ihr immer noch, ja, passt gar nicht zu uns oder hey, könnte doch besser werden, als wir im ersten Moment gedacht haben. Wir haben, also am Anfang bei meiner Eheleitung habe ich auch von der Erwartungshaltung an die Hochzeit geredet. Die ist natürlich gestiegen. Ich glaube, vor allem bei der Brut ist das so, es muss alles bis ins letzte Detail muss absolut perfekt sein, nichts darf dem Zufall überlassen sein. Also der Druck, das Gelingen von diesem Tag wird so groß, dass man den Tag eigentlich gar nicht mehr geniessen kann. Ich als Hochzeitsplanerin muss ein Drehbuch erstellen. Ich muss dort alles festhalten. Ich muss das mit dem Brautpaar besprechen. Aber innerhalb von dem Drehbuch habe ich an dem Tag selber sehr viel Freiraum, um etwas wegzulassen, etwas zu ändern, etwas anzupassen, weil ich natürlich nicht an vorderster Front bin, sondern ich leite ja die Fäden dahinter. Was löst bei dir den Gedanken aus, oder was für ein Gedanke löst das aus, wenn eine Braut zu dir kommt und du merkst, sie ist völlig durchgeplant? Also sie hat das Drehbuch und sie ist völlig durchgeplant für diesen Tag. Also zunächst mal kann ich es verstehen, weil dieser Tag im Leben ja einzigartig sein soll. Man heiratet, so nimmt man sich zumindest vor, nur einmal im Leben und dann soll es besonders toll sein. Andererseits finde ich immer, das Leben ist allgemein nicht planbar und irgendwas kann immer schief laufen und dann ist halt natürlich die Gefahr groß, dass man dann hinterher, oh, und es war nicht so, wie wir es gern wollten und dann mega enttäuscht ist. Und alle Gäste, die da waren, fanden, es war so ein super toller Tag, einfach weil sie dieses blöde Drehbuch nicht gekannt haben. Ich finde Planung extrem wichtig. Es soll ja ungefähr das rauskommen, was man gerne wollte. Nur dieses dann wirklich festhalten und jetzt, ah, es hat die Zeremonie 5 Minuten zu lang gedauert und dann kam der Caterer noch mit den Häppchen 2 Minuten zu spät. Dann denke ich so, ja, wegen 7 oder 10 Minuten, die man verloren hat, genießt den Tag. Freut euch, nehmt einen Wedding Planner, der das alles durchplant, dann kommt es schon ungefähr so raus, wie ihr es haben wollt. Und schaut bloß nicht auf die Uhr, sondern macht entspannt das, was für euch den Tag schön macht. Und wann im Endeffekt am Schluss ein Punkt gar nicht durchgeführt werden konnte, außer euch, der es geplant hat, kein Schwein merkt's. Genau, also eigentlich, das ist das, was ich auch immer am Brautpaar sage, das weiß ich, das wisst ihr, dass das mal geplant war. Die Gäste wissen das ja nicht. Für die Gäste ist es einfach so, wie es ist. Heute werden ja die Hochzeiten pompöser gefeiert. Also man hat ja das Gefühl, wenn man nur schon das Wort Hochzeit ins Maul nimmt, steigen gerade die Preise. Lenkt das vom eigentlichen Grundgedanken, vom Ja-Wort ab? Was hast du das Gefühl? Also finde ich es schwer, eine pauschale Antwort drauf zu geben. Es ist auch ein bisschen ketzerisch. Naja, ich glaube, wenn dem Paar bewusst ist, warum sie heiraten, nämlich nicht nur, um dann riesengroßes Fest zu schmeißen, sondern wenn sie sagen, wir heiraten gerade so groß, weil uns die Beziehung so wichtig ist, dann ist es in Ordnung. Wobei ich sagen muss, also wenn ich manchmal höre, was dann die Hochzeit gekostet hat, da frage ich mich auch, jetzt bös gesagt, ob das für diesen einen Tag sich lohnt. Weil, sind wir ganz ehrlich, wenn das jetzt eine größere Hochzeitsgesellschaft ist, mit, was weiß ich, 100 Leuten oder noch mehr,
Man hat als Paar vielleicht 5 Minuten Zeit, um mit jedem einzelnen Gast zu reden. Und wenn man zu voll pumpt, also den ganzen Tag mit, wir machen erst ein Apéro und dann gibt es noch eine Candy Bar und dann gibt es Essen und dann gibt es eine Salty Bar und dann gibt es noch einen Eiswagen und ein. Die Leute brauchen das nicht. Irgendwann ist es zu viel und es gibt keinen Mehrwert. Also ich würde mich schon auf das besinnen, was wirklich wichtig ist, und da würde ich auch nicht sparen, aber man muss jetzt nicht denken, man muss jetzt noch die Hochzeit von der Cousine X übertrumpfen oder sonst irgendwas. Einfach so machen, wie man es selbst gut findet. Und die Leute, also die sind hinterher sowieso zufrieden. Ich habe noch nie von einem Gast gehört, dass die Hochzeit so schlimm gewesen sei, sondern die freuen sich einfach über das, was da ist, und Punkt. Wenn jetzt Angehörige oder Freunde von einem Paar merken, hey, das Paar verliert völlig den Blick fürs Wesentliche, was würdest du denen für einen Tipp geben? Gibt es etwas, was du als Pfarrer kannst sagen, hey, besprechen das oder versuchen, das Gespräch zu finden? Weil man hat vielleicht das Wesentliche am Anfang von der Planung, hat man das nur vor Augen, und umso mehr Planung kommt und umso mehr Herausforderungen und Zeit, die man investiert, verliert man ja manchmal den Blick für das Wesentliche. Was könntest du deinen Kollegen, Freunden, Angehörigen mit auf den Weg geben, dass sie das Brautpaar so können unterstützen können, dass sie wieder zu ihrem Punkt Retour kommen? Ja, also zunächst ist es natürlich immer schwierig, jemand anders in die Planung reinzureden. Also ich würde auf keinen Fall sagen, hey, guck mal, das ist so viel zu viel, mach das und das weg. Sondern wenn man irgendwie mal abends zusammensitzt bei einem Glas Wein oder wie auch immer und das Brautpaar wirklich davon erzählt, was sie alles wollen, was sie alles machen wollen, dann kann man ja wirklich auch mal nachfragen, ja, wieso wollt ihr das? Aus welchem Grund ist es euch denn so extrem wichtig? Und dann kommt das Brautpaar vielleicht selbst auf die Idee, dass man gar nicht alles braucht. Also entscheidend ist, glaube ich, dass das Brautpaar selbst irgendwie nur dazu angeregt wird, sich nochmal Gedanken drüber zu machen und selbst auf den Gedanken kommt, alles brauchen wir dann doch nicht. Also dass die Entscheidung vom Brautpaar selbst kommt, weil wenn man ihnen jetzt sagt, ja komm, Candy Bar kommt weg, ist doch eh scheiße, dann da hört keiner drauf. Also das willst du doch nicht hören von irgendjemand, dass deine Hochzeit noch blöd wird, weil du eine Candy Bar oder keine Ahnung was hast. Da musst du schon selbst auf die Idee kommen, dass man es vielleicht darauf verzichten kann. Heiraten ist ein wichtiger Moment für jedes junge Paar. Früher war es so, gewesen, das Ausziehen von daheim, eine eigene Familie gründen, Flucht manchmal auch von der Familie. In der heutigen Gesellschaft ist das eigentlich nicht mehr so. In einem früheren Magazin hast du schon mal erwähnt, dass Heiraten ein Schwellenwechsel ist. Was ist deine Erfahrung mit dem Begriff Ehe? Also Ehe, sagt man ja, verbindet, ist mit Flüchten verbunden. Also, wir haben es vorher schon gesagt, ein bisschen in guten wie in schlechten Tagen, allenfalls bis uns der Tod scheidet. Ist das der Paar bewusst, der Unterschied zwischen Heiraten und Ehe? Ich glaube, dass es ganz, ganz vielen Paaren schon bewusst ist, was schlicht und ergreifend auch daran liegt, dass man heute später heiratet als früher, ne? Früher wurdest du mit 17, 18, 19 Jahren verheiratet, und heute sind also die wenigsten Paare unter Mitte 20, die ich traue. Also es gibt natürlich schon immer wieder welche mit Anfang 20, aber die meisten sind doch Mitte 20 oder vielleicht sogar schon Anfang 30, die heiraten. Ich glaube, die meisten Paare sind dann auch wirklich 5 oder noch mehr Jahre gemeinsam unterwegs. Und in der Zeit, gerade wenn man schon aus der Ausbildung raus ist und so, hat man schon einiges mitgemacht. Vielleicht eine schwerere Erkrankung, auf jeden Fall irgendwie was mit Stellenwechsel oder sonst irgendwas. Also den meisten Paaren ist wirklich bewusst, dass das Leben nicht eitel Sonnenschein ist, sondern dass da immer wieder was zukommt. Und ich glaube, gerade bei den Paaren, die schon ein bisschen älter sind, also über 22, 23, die heiraten auch bewusst, weil sie sagen, hey, ich habe jemanden gefunden, mit dem kann ich durch dick und dünn gehen, der ist für mich da, wenn es mir schlecht geht und wenn es mir gut geht, sowieso. Also ich glaube, dass das schon ganz, ganz vielen Paaren bewusst ist. Früher ist ja Trauvorbereitung ein Muss gewesen. Da hat man genauso Themen auch mit den Brautpaaren besprochen. Heute ist es ja sehr fakultativ. Es wird gemacht, es wird nicht gemacht.
Für welches Brautpaar würdest du das empfehlen, dass sie wirklich so eine Trauvorbereitung machen? Und wie muss ich mir das, so eine Trauvorbereitung, vorstellen bei dir? Ist das ein Dreiergespräch? Hat das verschiedene Pärchen? Wie leitest du das? Ist das mehrmals? Wie muss ich sich das eigentlich vorstellen, so eine Trauvorbereitung? Genau, also das gab es ja früher. Es gibt es im katholischen Bereich teilweise, glaube ich, immer noch, dass man da verpflichtend mitmachen muss. Ist im Reformierten jetzt eher unüblich. Ich kann jetzt auch schlecht sagen, es gibt das Paar, dem ich es empfehlen würde. Man kann natürlich sagen, je jünger das Paar und je weniger Lebenserfahrung, desto mehr kann es auch nützen, sage ich mal. Oder wenn man jetzt wirklich ein Paar vor sich sitzen hätte, das sagt, wir heiraten, weil wir uns immer begehren und so. Und so attraktiv und toll finden, weil Attraktivität und Begehren und überhaupt ist natürlich irgendwo wichtig in der Ehe, aber ich glaube, ganz allein davon lebt eine Ehe irgendwie halt auch nicht. Also da könnte man schon dann sagen, da wäre es vielleicht angebracht, nochmal drüber zu reden. Ich selbst habe jetzt noch nie ein Eheseminar in dem Sinn vorbereitet. Ich habe mal was gemacht für Paare, die schon länger verheiratet sind, wo wir dann einfach so einen Stationenweg gemacht haben und nochmal so ein bisschen die Ehe zu reflektieren, also die Paare für sich, ich war da bei meistens gar nicht dabei, und auch drüber nachzudenken, ja, was erhoffen wir uns eigentlich vielleicht noch für die nächsten 10, 15 oder 50 Jahre. Bei einem Eheseminar fände ich halt einfach wichtig, dass man dann wirklich, wie du vorhin gesagt hast, so Themen bespricht. Ja, so Ehe heißt nicht nur, wenn alles gut ist, bleiben wir zusammen, sondern Ehe ist immer Arbeit, man muss an sich selbst arbeiten, man muss mit dem Partner an der Beziehung arbeiten und eben auch, so, das mag jetzt mega groß klingen, aber eine Vision zu entwickeln. Also man braucht ja immer irgendwie irgendwas, wo man darauf hin zusteuert. Also jetzt vielleicht unsere Vision für die nächsten 10 Jahre ist, 2 Kinder kriegen, Haus bauen, irgend sowas. Und dann halt natürlich Wege finden, gemeinsam daran zu arbeiten. Also ich finde, man braucht immer so eine, in so gemeinsame Projekte halt so ein bisschen, wo man dran bleibt. Also abschließend für unser Gespräch kann ich so ein bisschen sagen, die Wahl der Trauungsformen ist etwas sehr Persönliches und soll als Brautpaar selber entscheiden. Die Wahl vom Priester, vom Pfarrer und Zeremonienleiter sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern wirklich das Gespräch suchen und schauen, übereinstimmende Werte auch hat man die zueinander, passen wir zueinander, damit nachher die Form der Trauung natürlich auch zum Brautpaar passt. Vieles kann verändert werden, wie wir besprochen haben, man kann es anpassen. Aber wichtig ist natürlich das Gespräch mit dir zum Beispiel als Pfarrer. Und dann kann man Bestandteile natürlich anpassen, auf die eigenen Wünsche anpassen. Ich denke aber, dass jedes Paar neben den ganzen Vorbereitungen der Hochzeit, neben dem ganzen Schönen, das mit der Hochzeit zusammenläuft, auch aber den Inhalt vom gemeinsamen Leben nicht aus den Augen lassen, sich auch mit dem auseinandersetzen. Weil heiraten ist einfach mehr als ein weißes Kleid anlegen und Party machen, sondern es ist nachher wirklich auch eine Ehe, die im Mittelpunkt steht. So als letzte Frage, was ist so die Wünsche, die du einem frisch getrauten Paar mit auf den Weg geben willst? Ja, also ich wünsche meinen oder allen Brautpaaren, dass sie weiterhin bereit sind, an sich selbst zu arbeiten, weiter an ihrer Beziehung zu arbeiten und sich darüber zu freuen, wenn die Beziehung so auf eine andere Ebene kommt, weil ich glaube, so, man kommt im Leben immer auf andere Ebenen. Es wird immer was anderes wichtig, man verändert sich. Und das ist ganz toll, vor allen Dingen, wenn Paare es gemeinsam schaffen, weil ich glaube, man wächst im Leben nur dann, wenn man wirklich einen starken Partner an der Seite hat, der einen ermutigt, aber einem auch immer wieder mal zeigt, hey, jetzt bist du aber irgendwie ein bisschen auf dem Holzweg. Und wenn man sich gegenseitig respektvoll begegnet und sich ermutigt, das Leben gemeinsam anzupacken und immer dran zu bleiben, ich glaube, was Schöneres kann einem gar nicht passieren. Wow, was für schöne Worte. Ja, das kann ich auch mit unterstreichen. Herzlichen Dank, lieber Daniel, dass du das Gespräch mit mir geführt hast, dass du so offen meine Fragen beantwortet hast. Du bist ja seit kurzem wieder zurück in Deutschland, nach vielen Jahren hier in der Schweiz. Hey, für die neue Herausforderung und für deine Zukunft wünsche ich dir natürlich nur das Beste. Und ich hoffe, wir bleiben
immer noch in Kontakt. Danke, dass ihr zugelassen habt. Schreibt uns Fragen, Anregungen. Wir freuen uns darauf. Vergesst nicht, unsere Social Media Kanäle, YouTube, Spotify zu abonnieren. Alle wichtigen Links findet ihr natürlich wie immer unter dem Video. Schaut auch unsere Rubrik «Hast du gewusst?» auf Instagram an. Mehr bleibt mir nicht zu sagen. Tschüss zusammen, eure Kathi.